Ja, ich muss hier was schmieden, aber. Hä? Hier schmatzt doch jemand irgendwas, Kreis. Ja. Kreis, ich versuche gerade da draußen eine Axt für uns zu schmieden. Was machst du hier? Ich habe ein leckeres Fruchtmus gefunden. Wie ein leckeres Fruchtmus. Erdbeerkäse, glaube ich, ist das. Erdbeerkäse? Das ist jemand, das ist eine zermanschte Leiche. Leute, hier sind noch gar keine Körperteile. Ja, natürlich, hier hängen Innereien drin. Nee. Das ist nur sehr fein gemanscht. Du isst das jetzt einfach? Na klar, und zum Nachtisch gibt's einen Apfel heute. Schön Vitamin Moment mal, kann C es sein, dass Eisen. Du ein Strigoi bist? Kann es sein, dass dein komischer Strigoi-Herpes dich zu einem von ihnen gemacht hast? Du bist doch auch einer von denen, oder? Warum hast du auf einmal Lust auf Menschenblutmatsche? Ich weiß nichts von Strigoiner. Du bist, glaube ich, ein Strigoiner. Nee, gar nicht. Klar, du siehst auch aus wie einer von denen. Ein Streuner. Du siehst aus wie so ein richtiger kleiner Strigi. Oh, die spitzen Ohren. Die habe ich von meiner Großtante geerbt. Nein, deine Großtante war Vampir? Ja. Ja gut, dann müssen wir erstmal jetzt wieder ganz kurz Dynamit da oben holen, ne? Schlampier war die. Ja, das glaube ich sofort, dass die ein Schlampier war. Legenden sagen, es soll Dynamit noch woanders geben. Wie jetzt, woanders? Na, woanders gibt's noch Vampir. Ja, aber das sind wir auf der sicheren Seite, ne? Also. Ja, aber wir können ja mal gucken gehen, wir wollen ja mal ein bisschen forschen. Ja, aber lass mal ganz kurz noch zu dieser einen Hütte, weil ich habe gehört, da gibt's ein bisschen Strigi. Ein bisschen Striginus. Ob's da ein bisschen. Ach, guck mal, ja, ich habe die Strigi-Axt gefunden. Na, ey, siehst du, die alten Strigi-Legenden. Die Strigi-Legenden. Aber jetzt brauchen wir trotzdem immer noch Dynamit, um da mal in die Strigi-Höhle reinzugehen, richtig? Ja gut, das gibt's aber auch im Süden, in Richtung Höhle direkt. Wir können unterwegs was mitnehmen. Gut, wenn du das sagst, wenn du auf einmal irgendwie die Strigoi-Ahnung hast. Großmutter Gundula hat das gesagt. Ich hab einen schönen Strigoi-Joghurt gemacht. Ein Strigoi-Gurt. Strigoi-Gurt. Das klingt schon ein bisschen eklig. Ja, ich lauf dir hinterher mit deinem Strigoi-Gurt. Ich weiß aber nicht genau. Also ach, das jetzt ist weißt du es plötzlich nicht mehr genau, ne? Doch, das ist hier an den Nippel. An welchem Nippel? An der Zange oder was? Richtung Zangennippel. Wir müssen so da die Richtung müssen wir gehen. Circa. Moment, jetzt geht's ja. Hä? Da gehst du her. Moment, hier ist nur eine Kiste. Wir müssen auf jeden Fall Kisten looten. Hast du ja gesehen, in der letzten Folge hat er uns richtig ausgelutscht. Ja, richtig. Oh, ich habe zwei Batterien. Ich habe auch eben zwei Batterien bekommen. Aber Kisten liegen ja auch immer überall rum. Am Wegesrand halt und im Wald. Weißt du, man muss da halt auch. Ab und zu muss man in die alte Kiste reinlangen. Ja, wenn ich eine sehe, dann lang ich rein. Du musst die Kiste auch verwöhnen. Ah. Siehst du, da hinten ist doch wieder so eine große Kiste. Scrap Metal, da ist noch eine. Und sie lagern ihren Joghurt in Holzkisten. Hier ist noch eine mitten auf dem Weg irgendwie. Hätte ich es doch eben gerade gespawnt. Also die ist doch eben gerade quasi vor der Nuss gespawnt. Also jetzt müssen wir weiter runter. Also wir müssen auf jeden Fall Richtung Höhle gehen. Willst du direkt hier den goldenen oder da den blauen Diamanten? Du willst ja ich will so ein, genau, ich bin Meth. Ich will hier dieses gute Blue Meth. Vampir Meth. Von dem alten Chemielehrer. Sascha Kies. Abandage. So. Gehen wir erstmal hier lang. Weil dann kommt nämlich da unten kommt nochmal so ein geprickelter Prickelweg. Ist das eine Kiste da im Schlamm? Ja, das ist eine Schlammkiste. Kannst du mal rein. Schlamm. Oh, gab es ein bisschen Schlammmoni. Ich habe aber auch nur zwei Bandagettos, ne? Da ist noch eine. Ja, ich habe auch nur zwei. Ja, aber du weißt, der Strigoi ist hungrig. Achso, ich muss meine Dings noch durchladen, fällt mir gerade auf. Meine Armbrust. Meine Brust, ja. Wie sich Brust, das anhört, ne, wenn das Ding da spannt. Ja, gut, das knatscht, ne, das alte Hanfseil. So, und jetzt müssen wir hier dem Prickel folgen, dem Prickelweg auf der Map. Ja, aber wenn der Prickelweg nicht stimmt, dann sind wir jetzt völlig falsch und haben keinen Dynamite. Ja, aber guck mal, hier ist doch der Prickelweg. Da ist doch was. Das alte vom Dorf. McSchnuggel. McSchnuggels alte Hütte? McSchnuggels alte Hütte. Hat der hier draußen noch was gelagert, der alte Schnuggels? Und nee. Der hat eine Kiste oder wie, oder was? Der hat hier, gucke da. Ja, jo. Da liegt's rum, Dynamite. Aber wir finden so viel Dynamite, brauchen wir denn überhaupt so viel? Ich meine, bis jetzt brauchten wir nur eins. Keine Ahnung, wie tief es auch noch in die Höhle reingeht, ne? Das ach, ist meinst, ja da auch immer noch mehr. Ah, das könnte natürlich sein. Ja, jetzt alte wir Höhle. Höhleweg ja, jetzt Richtung gehen wir mal zur Höhle Cave. Folgen. Ja. So haben sie auch immer deine Mutter genannt. Die alte Höhle. Old McMould, alte Schimmelgrube. Ich suche Schutz.
Bei der alten Höhle. Ach, du gehst zu Kreisbarm heute. Okay. Alte Waldcave. Instinktiv haben sich damals Menschen in der Furche versteckt. In die Furche geflüchtet. Ich erkimme einen Schutz. Kameras. Wenn Raubtiere gekommen sind. Oder aber so. Die war nicht, die Höhle war doch nicht oben an der. Doch, oder? Die war da oben an der Schlaufe. An der Zwickelschlaufe, nee. Am alten Zwickel. Oh, geil. Zwei Bandagen auf einmal. Da werde ich richtig verwöhnt vom Spiel. Klar, es war da oben da, wo so leicht Schnee auf den Kappen lag. Guck mal, wie schlagartig es eben gerade dunkel wurde. So bumm, dunkel. Ja. Nochmal Bandagen. Ich habe 6 Bandagos. Alter. Also der kann ruhig kommen. Ich kann mich richtig schön abpflastern. Ah, doch, hier war sie, die Strigoi-Höhle. Guck hier, die alten Latten. Achtung! Vor! Sprengung! Sprengung! Kabems! Oh, edel! Jetzt kann ich hier die Salzlecksteine. Den Blue Meth kann ich jetzt abernten. Guck mal, ja, ich hab. Oh, was ist das? Da hinten! Nein! In meine eigene Falle getreten. Komm in meine Falle! Vorsicht, da ist eine Falle, ne? Ja, das ist Salz. Gewürzsalz. Mit Garlic abzuschmecken. Achso, das ist alles Steinsalz hier. Hast du was mitgenommen schon? Ja, ich hab 5. Und ich kann ja nichts mitnehmen, ich habe ja keine Mal durchladen, ne? Immer wieder durchladen, die alte Betsy. Was war denn das? Wenn du hinten rein betzelst, das mag er nicht. Geh mal hier lang und guck mal, was hier so drin ist. Ja, da hinten ist halt der Erzengel Michael. Michael, aber Michael hat gemacht russische Zupfkuchen. Also ich glaube, in jedem Gebiet ist auch einer von den Strigois. Und was ist da drin am alten Minenkarren? Weiß nicht. Dolby Surround. Da geht's nach oben, oder? Ja. Aber was bringt's? Nichts, nur Michael. Jetzt kannst du runterspringen oder die Füße brechen. Wir müssen das Vieh jetzt töten. Da hinten ist Strigoi reingelaufen. Bin mal hier nach oben gegangen. Hier ist aber auch nichts. Wo ist der alte Strigi? Weiß nicht, er war hier reingelaufen. Vielleicht kommt er jetzt hinten wieder raus. Da ist er. Er will mich. Er rennt wieder weg. Seine Joggingrunde und wir nerven voll. Da ist er. Zack. Weg in die Brust. Ah, guck da blöd. Als hat er sich aufgelöst da hinten. Ja, aber der kommt wieder. Meinst du, er manifestiert sich hier? Guck mal, hier ist ja auch nochmal so eine kleine Bude. So eine kleine Schnuffelbude halt, ne? Ja, da hat er sein Bett und hat er früher geschnuffelt. Er geht da wahrscheinlich tagsüber rein, das ist sein Lappen, damit hat er immer weggewischt, wenn er fertig war. Der alte Knacklappen. Ja, das ist richtig. Der hängt, er hat keinen Haken, der hängt von alleine an der Wand. Der steht von alleine. Oh, haben sie da einen Haken? Nein, nein. Jetzt war ja die andere Tunnel. Da waren wir ja. Er muss jetzt irgendwo hier drin sein. Wir müssen ihn auf jeden Fall töten. Da kommt er. Oh, nochmal schön mit der Armbrust. Also er hat auf jeden Fall Schmerzen. Blöde Sau. Wir brauchen sein Amulett und das müssen wir gießen. Jetzt rennt er weg. Er hat meine Falle ignoriert. Ja, ja, ich will ihn in meine Falle locken. Schieß auf ihn. Jetzt ist er weg. Muss auf jeden Fall sterben.
Also wir können hier nicht aus der Höhle raus, bis wir den nicht haben. Wir brauchen ja alle Amulette. Ich habe keine Traps, sonst hätte ich eine irgendwo noch hier so in so einen Gang in der Mitte gesetzt oder so, dass er... Aber der kann gut austanzen. Kannst du die oben mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe noch eine Trap. Machen wir hier eine hin. Nee, man kann sie nicht mitnehmen, man kann sie nur resetten. Okay, jedes Mal, wenn wir da hinten hingegangen sind, ne? Ist er wieder gespawnt. Einfach mal weggehen. Und hoffen, dass er wieder... Ja, eben kam das Geräusch. Das Geräusch hatte ich auch gerade. Ja, nee, hör noch. Brüllen. Aber von wo? Hier! Er muss doch mal sterben, der hat so viel geschluckt. Wo ist er hin? Ich höre ihn lutschen. Ich höre irgendwas lutschen. Da. Wo ist er jetzt hin? Da rennt er noch. Hat abgekürzt durch die Felswand. Mach einen Dote. Jetzt rennt er da hinten, hat die Falle ausgedanced, Der danced, ich sag doch, der danced die Fallen aus. Der macht diet, 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 diet. Ist er da hinten irgendwo noch? Geh mal rein in die Höhle, bitte. Ich hör ihn. Wütend wie er ist, hat er ein Klavier umgestoßen. Schlabbert er hier von draußen irgendwo, hä? Ja, schlabbert irgendwo draußen rum. Das Miese ist, der kann sich halt quasi teleportieren. Ist, glaube ich, da oben. Ist irgendwo da oben. Replace mal meine Batteries, das würde man da. Ja, muss ich auch mal replacen. Hä? Hä, ist wieder hinter uns? Der macht Games mit uns. What the? Da! Oh, Kacke. Aber er greift irgendwie auch gar nicht mehr. Letztes Mal haben wir doch auch gut erwischt. Nee, angreift tut er auch nicht mehr. Der ist total verwirrt. Ich drehe hier meine Runde. Ah, jetzt macht er hier wieder den Fledermausmann. Was hält der denn aus? Weiß nicht. Guck mal, wenn ich jetzt hier einen Garlic hinmache. Kannst du das? Hä, du kannst ihn platzieren, oder wie? Ja. Ja, aber dann geht er hier nicht mehr durch. Haben wir jetzt seine Laufroute eingeengt? Weiß ich nicht, vielleicht. Vielleicht können wir ihn so garlicken, weißt du? Also so... Garlicken, ey. Motion detected. In Camera One. Ja, wir haben ja nur eine Kamera. Nee. Aber wo? Das ist die einzige Kamera, die wir haben. Er muss irgendwo hier in der Höhle sein. Ist er oben? Ich guck oben, du guckst unten. Dann flock ihn, du musst ihn flocken. Letztes Mal haben wir ihn auch geflockt, dann haben wir sein Amulett bekommen. Ja. Da rennt er doch unten. Dann ist das alte Schienennetz, das stillgelegte. Ja, es ist... Die alte S-Bahn-Route. S-Bahn. Ich fahre Spahn. Moment, der steckt es in seiner Schulter, der Pfeil. Ja! Ist er tot? Boah, ins Ohre, ne? Aua. Vorsicht, Vorsicht, nicht draufgehen. Boah, er saugt! Und er brüllt! Ich kann Bandage gar nicht einsetzen. Er holt mich. Ja, jetzt holt er mich. Oh Gott! Nein, warte, Inventar! So, meine Wunden sind geheilt. Oh, er ist weg. Alter, warum ist der auf einmal so strong? Keine Ahnung. Der Flock im Auge hat ihm
Den richtig wütend gemacht. Das hat ihn richtig erzürnt. Altes Flockauge. Alte Flockolus. Okay, die Bandagen kann man gar nicht im Inventar verwenden. Nee. Ups, hab ich weggeworfen. Das ist mies. Das ist sehr mies. Ist hell geworden? Ja, das Vampir ist vorbei. 8 Uhr morgens oder 6 Uhr oder so ist es, ne? Ich sehe es nicht, weil da mein Overlay vom Aufnahmetool drüber ist. Naja, es ist hell. Wir haben ihn nicht besiegt. Wir haben ihn nicht besiegt. Wir brauchen sein Amulett. Gekämpft. Ja, der Garlic hat aber auch nichts gebracht, oder? Nö. Hinter uns! Sag mal, kann der mich aussaugen? Ich geh gleich down. Ich bin down. Achtung, das ist eine Falle. Oh ja, er ist tot! Hol mich schnell. Hol schnell, warte, ich hol eben das Amulett. Uff. Boah. Wir haben den anderen dann aber so gut besiegt. Der war ja richtig zäh. Ja gut, aber der ist uns ja schon vorher durch den Wald gefolgt immer und so. Aber wissen wir, ob es derselbe war? Ja, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Gute alte Tom Garlic. Guck mal, wie verwurstet der ist. Der ist richtig abgebrezelt, hat er hier. Als er wieder weggeflogen ist, den hättest du mal sehen müssen. Der ist irgendwie in ein paar Teile zersprungen, aber dann wieder zusammen. Na gut, dann nimm deinen alten Knobi mit. Einen alten Garlic. So, die Höhle ist clean, Junge. Dann sind wir mit der Höhle durch. Le Öl ist vorbei. Aber für was dann das Salz? Für was dieses komische Salz? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist es noch nicht drin. Er ist ja noch nicht fertig mit der Map. Boah, ist hier dunkel. Uff, plötzlich hell. So, kleiner Strigimann. Wo ist denn die nächste Kirche, wo wir hin müssen? Na, sieht sie zufällig eigentlich genauso aus wie bei Farm Simulator? Nee, nee. Ist zwar eine Ähnlichkeit, Ranch, wahrscheinlich auch die gleiche. Es wird die gleiche Engine sein, aber es ist es nicht. Ist es nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall, die Minen. Das ist halt wichtig. Ja gut, aber die Mine haben wir jetzt gecleant. Au. Au. Ja dann, Kirche. Wo war denn die Kirche, wo wir in der letzten Folge gestorben sind? Wo waren die nochmal? Die war doch da in der Nähe von der Schlaufe. Also der anderen gegenüber jetzt. Nee, weiter rechts, bei den Prickelstrichen doch. Nicht, ich meine die letzte Folge, wo wir gestorben sind, nicht wo wir den gekillt haben. Ja, ja. Da waren wir viel weiter rechts. Nee, warte, ich zeig's dir. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich glaube, die war bei den Prickelstrichen rechts irgendwo im Wald. Ja, die, wo wir ihn einmal getötet haben, die war jetzt, glaube ich, hier so vor uns. Ja, ja, aber die, wo wir gestorben sind, die war irgendwo rechts, glaube ich. Die war irgendwo links. Rechts ist ja das Dorf. Wenn wir jetzt von hier aus rechts da gehen. Da, wo ich gerade laufe. Ja, wenn von du hier jetzt rechts da, wo geht's du zum Dorf. Hier geht's ja, zum Dorf. Ja, noch weiter nach rechts, wo die Prickellinie nach links geht und die andere nach rechts. Nein. Da im Wald haben wir den, glaube ich. Oder bei dem Haken-Ding da, bei den Bäumen auf der Karte. Ach so, ja, oder das kann auch sein, dass sie weiter oben war. Aber auf jeden Fall war sie rechts. Nee, sie war links. Von uns aus jetzt links. Weit sind wir doch gar nicht gekommen. Ja doch. Hier war auch noch irgendwo eine Kirche. Irgendwo hier so, in der Region. Irgendwo hier haben wir auch noch was gefunden. Ich könnte schwören, hier war was. Das war noch... Crates, Alter. Silver Rifle Ammo. Deswegen ist ja auch so viel Munition. Ja klar, du brauchst ja auch jede Menge. Die eine war doch hier so zentral. Wo wir ihn getötet haben. Das war doch so eine Zentralkirche. Keine Ahnung. Ich meine, er macht ja auch immer kleine Patches. Vielleicht verschiebt er dann auch die Städte. Du meinst, er macht so kleine Mindfucks.
Dann lass mal dahin laufen, wo ich meine, wo wir in der letzten Folge waren. Das wäre dann so die Richtung. Da müsste ja dann das, also dieser umzäunte Friedhof. Ja, ich sehe ihn schon. Ich hab hier drüben schon den Zaun. Da ist er. Der alte Friedhof der Lüste. Ich muss mich erstmal heilen jetzt, bevor ich da hingehe. Ja, ich warte jetzt hier noch. Laufen Sie rüber zu mir. Aber ich würde sagen, das müssen wir eh erst in der nächsten Folge machen, ne? Ja, müssen wir eindringen. Und dann dringen wir ein und schänden die Gräber. Wir verfluchten. Gut, Freunde. Okay, ja, da ist er. Ihr müsst eine kleine Bewertung da lassen, denn nur so schaffen wir das gegen die Armee der Vampire. Ihr müsst uns stärken. Gut. Ich habe gehört, Greis will sich jetzt mit Vaseline ein Babybaum irgendwie... naja, ja, erfahren wir in der nächsten Folge. Nee, ein Babybaum willst du ja mit Vaseline dir einfügen. Ach so, okay. Oh, der ist schon wütend. Ist schon richtig wütend. Da hat richtig Druck drauf. Oh, dann steht da hinten. Okay, bis zum nächsten Mal. Nicht anschießen. Auf Wiedersehen und tschüss.